Herzlich willkommen hier aus dem Jesolo International Club Camping. So leicht kann es sein. Dieser Platz hat einiges zu bieten. Wir stellen ihn euch heute vor. Bleibt dran. Hab schon immer diesen Traum gehabt. Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hab schon immer diesen Traum gehabt. Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Das Wetter könnte einfach nicht besser sein. Willkommen hier am Club Camping Jesolo International. Ja, was ist denn bitte hier los? Wie schick es aussieht hier mit den Palmen auf jeden Fall. Und hier vorne ist eine Bushaltestelle. Und ich habe hier schon gehört, diese Bushaltestelle, die kann man nutzen. Aber dazu möchte euch Mops mit Sicherheit gleich mehr erzählen. Ja, und so sah das Ganze aus, wo wir hier eingecheckt sind. Also, man parkt dann einfach mal da vorne. Da vorne gibt es dann Stellplätze im Prinzip. Dort gibt es sogar Strom. Es gibt Wasser. Also, wenn man mal einen Tag vorher anreist, kann man sich bequem da vorne hinstellen. Und dann war halt der erste Eindruck. Man kam hier an, man hat hier vorne die Rezeption gesehen. Und das Ganze sah schon richtig gut aus hier. So dieser Hotel-Flair-Feeling hier mit diesen Lampen. Und dann habe ich was gesehen. Dieser Club, der wurde ja ausgezeichnet. Das ist ja Wahnsinn. Also Hall of Fame. Hier kann man ganz stolz. Klimafreundlicher Betrieb, Eco-Camping, super Platz vom ADAC, Caravaning, alles ist dabei. Ja, und man wird auf jeden Fall richtig freundlich begrüßt. Dann kommt's, hier vorne seht ihr die Fahrräder. Man wird dann auch selbstverständlich bis zum Platz begleitet. Ganz nette Mitarbeiter hier. Und was Mops jetzt direkt zeigen will, was gibt es hier? Was ist denn die Besonderheit bei diesem Platz? Direkt nach dem Eingangsbereich gibt es hier ein Pavillon mit schönen Sitzmöglichkeiten und da fällt direkt halt dieses Teil hier auf. Es sind jetzt gerade nicht die besten Lichtverhältnisse, aber hier ist das Tagesprogramm quasi drauf. Hier sieht man dann Miniclub, heute Abend ist Kinderdisco, dann Sportprogramm ist hier. Dann kann man hier auch unten auf Generalinfo drücken. Zack, Vorführeffekt, Deutsch, Englisch oder Italienisch, wir machen Deutsch. Und dann sieht man hier auch dieses reichhaltige Angebot. Das war auch so gewesen, als wir quasi hier mit dem Internet eingecheckt sind. Jeder kriegt hier quasi einen Zugangscode, einen eigenen. Und wenn man sich dann hier einmal kurz quasi Passwort und Username eingibt, den man halt kriegt, kriegt man auch als erstes diese Übersicht und kann halt alles angucken. Es handelt sich hierbei um ein All-Inclusive-Campingplatz, beziehungsweise es ist ja ein Club. Camping. Ja, und hier hast du zum Beispiel dieses All-Inclusive, also alles inklusive, von bis über, das ist wirklich der Wahnsinn, die Bimmelbahn, die kann man einfach nutzen. Hier steht da, von wann bis wann die Bimmelbahn ist und. Dann kann man hier weiterschauen. Ach nee, jetzt hatte ich das falsche, Entschuldigung, das war die Bimmelbahn, aber man kann auch Bananenboot fahren, man kann hier dieses Caribay Aqualand, sagen wir einfach mal so, nutzen. Dann steht auch, von wann bis wann das Aqualand ist. Das ist auch im Preis mit inbegriffen. Hier stehen dann auch so Infos, zum Beispiel, jeder denkt sich jetzt, hä, da steht der Euro. Ja, es geht darum, wie der Illo euch schon gesagt hat, da vorne ist eine Bushaltestelle und man kann für sämtliche Aktivitäten, wo man vielleicht hinfahren möchte und nicht mit dem Fahrrad hinfahren möchte oder hinlaufen möchte, kann man sich vorne im Infobereich bzw. an der Rezeption ein Busfahrticket für 1,50 Euro holen, zum Bus laufen und das ist quasi hier dieser Hinweis, hier kriegen Sie auch eine Busfahrkarte. Genau, dann, was noch alles inklusive ist, so viel, also ihr lest selber, Kinderkino ist hier, dann ist hier Internet umsonst, Reiten, Schwimmbad, Schwimmschule,
Kinderdisco und. Also es sind ganz viele Sachen. Die Waschmaschine, sie ist nicht ganz kostenlos, aber 4 Mark 50 Cent, 2 Euro. Das ist ein Schnapper, das ist gut. Das finden wir echt klasse. Und das sind jetzt angenommen nur die Angebote. Dann geht man hier auf Animation oder Mini-Junior-Treff. Dann sieht man hier Baby-Club von bis, Junior-Club von bis, Mini-Club von bis. Ja, und diese ganze Möglichkeit, was man hier sieht, kann man sich natürlich auch auf dem Handy anschauen. Also das finde ich mal echt klasse. Jeder Gast bekommt hier bei Ankunft dieses Armband, wo der Name und die Platznummer versehen ist. Kleinkinder bekommen diesen Chip nicht. Dieser Chip hat mehrere Funktionen, darüber klären wir auch in diesem Video auf. Das Gute ist zumindest, Kinder haben dadurch nicht die Funktion, hier wegzukommen und irgendwelche Türen zu öffnen, die nach draußen gehen. Zudem gibt es hier keine Zeltplätze und Hunde sind auf diesem Platz nicht erwünscht, da es ein Familiencampingplatz ist. Hier befindet sich eine von mehreren Übersichten und wie man sieht, der Campingplatz, der ist nicht riesig. Er ist ca. 700 Meter breit, 150 Meter tief, aber er hat einiges zu bieten. Viele von euch mögen ja nicht große Campingplätze und von daher ist er genau das Richtige. Und er ist einfach wunderschön, man kann es nicht anders sagen. Hier zum Beispiel befinden sich Bungalows, die man anmieten kann. Es gibt Wohnwagenstellplätze, Wohnmobilstellplätze, diese blauen Plätze, sind die Ultraplätze. Das bedeutet, man hat ein Privat-WC, sogar inklusive. Das ist für den einen oder anderen nicht verkehrt, weil es gibt genug Leute, die sagen, ich teile mir nicht gerne ein Klo, ich habe auch im Urlaub gerne Komfort und da hat man wirklich sein eigenes Reich. Den Spielplatz, den haben wir mittlerweile erobert. Ja, und der ist ganz schön groß. Da unten ist der Mini-Club und seht ihr da drüben, da vorne steht Mops. Hier schlagen doch Herzen höher. Wir befinden uns hier wohl gerade auf dem größten Spielplatz mit Holzstruktur Italiens. Wir sind jetzt auf dem Weg zu den sanitären Anlagen, die wollen wir euch zeigen. Und was mir direkt auffällt, was ich ganz gut finde, das haben auch andere Campingplätze, für Kinder eine Orientierung, an welchem Platz befinde ich mich. Und so weiß das Kind, ich bin bei K, entweder wenn es die Buchstaben schon können, oder ich befinde mich beim Krokodil. Ja. Hier befinden wir uns auch schon bei den sanitären Anlagen und guckt euch mal an, wie toll das hier aussieht. Mit diesem Leuchtturm. Der Leuchtturm ist quasi der Kinderbereich, den zeigen wir euch mal genau. Wir befinden uns hier direkt im Leuchtturm und hier am Anfang sind Kinderwaschbecken, wo die Kinder sich die Hände waschen können. Von ganz klein bis etwas größer, für jeden ist das passende Waschbecken dabei. Hier rechts und links sind Waschplätze bzw. Wickelplätze für kleine Babys. Und was hier auffällt, ein rosaner und ein blauer Bereich. Einmal Jungs duschen, Mädchen duschen, Jungstoiletten, Mädchentoiletten. Und das Besondere ist, hier gibt es kleine Kinderklos. Man kann direkt von der kindersanitären Anlage rüber in die Familiendusche. Man kann aber auch von außen rein. Hier gibt es Familienduschen. Man nimmt sich einfach hier eine Dusche. Und die Besonderheit ist, das habe ich zum Beispiel auch noch nie gesehen, man kann sich das Fenster hier hoch und runter machen. Und man hat als Familie wirklich genug Platz, gemeinsam zu duschen. Wir befinden uns jetzt hier im Herzstück der sanitären Anlage. Hier vorne sind Waschmaschinen, die man für 4 x 50 Cent nutzen kann. Dann gibt es noch Trockner für jeweils 50 Cent die Waschladung. Und das ganz Besondere hier ist quasi das Bad. Und es handelt sich hier nicht um diese Privatbäder, die man kriegt, wenn man diese Ultraplätze hat, sondern es handelt sich um die normalen Bäder. Und schaut euch das mal an. Hier eine kleine Kabine mit Pflanzen, ein Waschbecken dahinter und eine Toilette dahinter. Am östlichen Ende des Platzes befindet sich diese Tür. Diese kann man mit seinem Chip einfach öffnen und kann quasi hier rein in die Einkaufsmeile von Jesolo, die wohl die größte Europas ist mit 8 Kilometer Länge.
Für uns ist es jetzt endlich soweit. Wir haben Badezeit. Und hier gibt es einen schönen Automaten. Dafür braucht man nämlich auch das Armband. Das hat den Vorteil, es gibt hier keine Reservierung von den Strandplätzen bzw. von den Liegen und kein Theater. Und das Schöne ist an dieser Stelle, die Liegen sind auch im Preis mitbegriffen. Das sind hier keine versteckten Kosten. Das finde ich als Familie oder Leute, die aufs Geld achten müssen, halt eine schöne Sache. Ich halte jetzt einfach hier das Armband dran. Zack. So, dann kann ich hier Poolplatz quasi wählen, dann mache ich das so. Dann fragt das Gerät mich, in welcher Ecke möchte ich gerne sein. Ich habe die Erfahrung gemacht, der Kleine, der möchte gerne hier in diesem Bereich spielen. Und wenn ich hier bin, kann ich hier zum Piratenschiff gucken und in diesem Bereich. Von daher wähle ich Bereich A für mich als Elternteil und er weist mir einen Platz zu, nämlich diesen. Und da gehe ich jetzt hin. Das Gute an dem System ist, so hat man sogar noch um 10 vor 3 die Möglichkeit, eine der besten Plätze zu kriegen. Wir sind jetzt hier in erster Reihe vor dem Kinderplatz. Diesen Zettel, den macht man jetzt einfach hier oben rein und gut ist. Und das Gute finde ich, oder wir finden das Gute daran, hier ist ein Security Beach Safe. Da hat man einfach die Möglichkeit, seine Sachen reinzutun und dann mit seinem Armband das zu verschließen. Und alles ist sogar vor Diebstahl geschützt. Ein paar Gewichte stemmen oder auch Fitness. Mit einem garantierten Poolblick. Das ist doch hier tatsächlich was richtig Feines. Und im Hintergrund sogar noch mehr Blick hier garantiert. Ja, besser kann es einem doch gar nicht gehen. Mit dem Blick aufs Schiff, hinten auf die Bühne, wo immer mal wieder Veranstaltungen auch gemacht werden. Tagsüber also auf den Bikes. Abends gibt es natürlich auch Programme. Hier unten seht ihr, das sind die Fahrräder dann für im Wasser drin. Also hier kann man sich richtig fit halten. Oder auch hinten an der Bahn einen Cocktail schlürfen. Ich möchte euch auf jeden Fall noch mal so ein bisschen hier einfach den Platz zeigen, weil das ist mir nämlich auch aufgefallen. Also jeder Bungalow, okay, das ist vielleicht klar, hat einen Parkplatz. Aber auch jeder Stellplatz mit einem Wohnwagen als Beispiel hat einen Parkplatz. Und man sieht hier zum Beispiel, also hier sind diese Ultra-Plätze und da stehen auch zum Beispiel 2 Fahrzeuge drauf. Ob man dann zu zweit dort stehen kann, ich weiß es nicht genau. Hier ist doch mal ein schönes Werbefahrzeug, wahrscheinlich für den Winter oder steht jetzt erstmal hier. Und das finde ich schon besonders. Also überall sieht man hier Parkplätze, wo dann tatsächlich die Autos stehen oder stehen können auf jeden Fall. Und hier vorne fahren wir noch zum anderen sanitären Bereich. Und ja, hier vorne kann man dann direkt Wäsche waschen, trocknen und allgemein hier, das wirkt sehr, sehr modern. Hört ihr das? Die Vögel, wie sie hier zwitschern. Ja, es wird per Musik eingespielt und hier gibt es dann ganz normal die Klos mit Duschen. Ja, ich will euch einfach mal als Beispiel, will ich euch jetzt einfach mal ein Bad hier zeigen. Ne? Also so sehen dann im Prinzip auch die Bäder aus, die zu den Stellplätzen gehören, also die Privatbäder. Ne? Also alles hier vom ganz feinsten, topmodern gefliest. Hier vorne gibt es dann auch wieder einen Tower. Hier kann man sich dann schlau machen. Wann ist der Miniclub? Wann ist dies und das? Also ihr seht jetzt, heute ist ja noch Sportprogramm auf jeden Fall, was man mitnehmen könnte. Und hier ist dann so der Waschbereich. Und das Gute ist, hier kann man eine Spülmaschine nutzen für 50 Cent. Also wer keine Lust hat, der sammelt so lange, bis er 50 Cent investiert und hat auch diesen Stress dann einfach nicht. Ne? Wo entsorgt man Grau- und Schwarzwasser? Das ist eine berechtigte Frage. Und hier fällt mir auf jeden Fall gerade eben auf, hier gibt es einen Hochdruckreiniger sogar noch, kostenlos dabei und auch nochmal einen Sauger. Und das ist natürlich, ja, das habe ich woanders noch nicht gesehen. Ihr wisst, sowas kostet überall Geld und hier ist es mit inkludiert. Ringsrum um den ganzen Campingplatz gibt es einen Fahrradweg noch. Auf dem befinde ich mich jetzt gerade eben. Und ich suche jetzt einfach mal eine Tür zum Ausgang. Wir wollen ja mal raus zum Strand, mal gucken, wie ist es denn? Uns wurde versprochen, beziehungsweise wir haben es so verstanden, dass wir hier draußen auch noch mal liegen bekommen und einen Sonnenschirm. Das Ganze wollen wir natürlich mal testen, auch wenn wir den Jan heute wahrscheinlich nicht mehr vom Schiff wegbekommen.
Da vorne ist das Schiff im Hintergrund. Aber ich wollte das Ganze mal testen. Stell mal jetzt mein Rad beiseite und guck mal. Mops hat euch ja gezeigt, wie es hier mit einem Armband funktioniert, dass man erstmal raus kann. Und das ist ja jetzt hier so, Chip an den Sensor halten zur Zuteilung des heutigen Platzes. Machen wir mal. Zack, buche Schirm. Was machen wir? Ticket entnehmen. Zack, kommt's raus. Ja, hier wehen die Fahnen. Und ich möchte natürlich jetzt auch einfach mal gucken, wie sieht's denn aus? Ich glaube, man kann sich hier einiges leihen. Also das muss ich selber gar nicht aufpusten. Ein Tretboot, ein Kajak und so weiter. Aber ich weiß ja jetzt nicht genau, wie es aussieht. Das möchte ich euch natürlich jetzt mal zeigen. Deswegen gehen wir mal ganz kurz hier rum. Schauen uns das an. Also da unten stehen schon mehrere Möglichkeiten, um aufs Wasser rauszuschippern. Ich weiß jetzt nicht, ob hier vielleicht noch mal irgendwie was ist. Ja, hier sind auf jeden Fall noch sehr, sehr viele Liegen. Und hier sind sie. Also, hier kann man sich so viele Subs nehmen und so weiter. Da wird man auf jeden Fall raus aufs Meer kommen. Die Urlaubsstimmung reißt hier definitiv nicht ab, oder Mops? So sieht's aus. Das war's auch schon mit dem Video. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Lasst doch einfach einen Daumen hoch. Ein Abo da. Kommt nach Instagram und ganz viele schöne Grüße hier aus Italien. Alles klar, tschüss. Tschüss.